Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und ja, jetzt können wir endlich über Morbius sprechen. Nachdem der Film ja wirklich Ewigkeiten verschoben worden ist, kommt er nun endlich in die Kinos. Was ich von dem ganzen Ding halte, verrate ich euch jetzt spoilerfrei in diesem Video. Allerdings wird es vielleicht den einen oder anderen Spoiler zu den Spider-Man-Filmen oder Venom-Filmen geben. Also das Marvel Cinematic Universe und das Sony Spider-Verse sind hier jetzt von Spoilern betroffen. Aber Morbius werde ich euch nicht spoilern, da wird es dann nochmal ein extra Video geben. Ihr seid hiermit gewarnt worden. What's up, Doc? Wie schon erwähnt, Morbius wurde immer und immer wieder verschoben wegen Covid, wegen Nachdrehs und wegen anderer Geschichten, weswegen wir halt wirklich jetzt erst diesen Film zu sehen bekommen. Und das ist natürlich auch irgendwo sehr interessant, weil ursprünglich sollte das ganze Ding noch vor den Ereignissen von No Way Home spielen. Tja, die Frage ist natürlich, hat sich das lange Warten irgendwie auf Morbius gelohnt? Und ich kann jetzt schon mal so einen kleinen Spoiler geben. Nein, irgendwie nicht. Also als schon der erste Trailer vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren rausgekommen ist, weil dieser Film wurde ja wirklich sehr, sehr häufig verschoben, da hatte mich das Ganze schon nicht so wirklich gecatcht. Ich kannte Morbius so ein bisschen aus den Comics und gerade auch aus den Spider-Man-Spielen, aber das war jetzt nicht so eine Figur, wo ich gesagt habe, oh, den muss ich unbedingt auf der großen Leinwand sehen. Als es hieß, Jared Leto wird den spielen, dachte ich, ja, okay, cool, das kann was werden, weil Jared Leto ist auch ein guter Schauspieler. Und ihn jetzt hier in so einer Comic-Rolle zu sehen, warum nicht? Und Michael Morbius ist da, finde ich, wirklich eine gute Rolle, die ein Jared Leto hier ausfüllt. Aber letztendlich ist es irgendwie das Einzige, was ich positiv zu diesem Film sagen kann. Das Ganze ist wirklich mehr oder weniger die Origin-Story von Michael Morbius. Er hat eine seltene Blutkrankheit, er forscht sein Leben lang daran, für sich eine Heilung zu finden und irgendwann findet er diese Heilung mit Hilfe von Vampirfledermäusen. Daraufhin wird er halt zu Morbius, the Living Vampire, wie er in den Comics heißt, weil er hat zwar quasi alle Fähigkeiten eines Vampirs, aber zum Beispiel nicht die Schwächen. Das heißt, zum Beispiel, er kann auch einfach bei Sonnenlicht rauslaufen, ohne dass er Probleme bekommt. Er hat halt trotzdem irgendwo immer noch diesen Heißhunger nach Blut, den ein Michael Morbius aber versucht, mit Kunstblut zu stillen. Aber es gibt ja dennoch im Film einen weiteren Vampir, der quasi sein Gegner wird, hier gespielt von Matt Smith. Und der ergötzt sich natürlich eher am Blut der Menschen, wird dadurch irgendwie auch ein bisschen böser. Und das ist eigentlich quasi so der ganze Plot des Films. Also Michael Morbius wird zu einem lebenden Vampir, muss gegen einen anderen kämpfen und das war's auch schon. Und das merkt man diesem Film leider auch irgendwie ziemlich an, dass da nicht viel Substanz hintersteckt. Selbst diese Origin-Geschichte wird jetzt nicht sonderlich spannend erzählt, weil normalerweise, wenn irgendjemand hier in diesem Comic-Film plötzlich Superkräfte erlangt, muss er das erstmal austesten und hat irgendwie ein paar Fehlversuche, bevor er dann merkt, was er wirklich alles drauf hat. Bei Michael Morbius ist es überhaupt nicht der Fall. Der weiß irgendwie gefühlt sofort, ja, oh, ich habe jetzt Echolot und ich kann fliegen, aber auch nicht so richtig fliegen und ich kann mich teleportieren, aber es sieht nur so aus, als würde ich mich teleportieren, weil ich einfach nur super schnell durch die Gegend flitze. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich finde, da hätte dieser Film viel mehr auf dieses Erforschen der Kräfte eingehen können. Stattdessen lässt der Film das irgendwie so ein bisschen aus und sagt einfach, okay, wir brauchen jetzt die große Story, die halt keine große Story ist. Erschwerend dazu kommt, dass halt auch das Ganze optisch nicht wirklich aufregend aussieht. Also von der Action brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Entweder du erkennst nichts oder wenn du was erkennst, dann sieht es einfach nur gruselig aus. Und das ist wirklich schlimm. Also da war selbst der Endkampf in Venom 1 ein Meisterwerk dagegen, weil hier sehen wir nur irgendwas durch die Gegend flitzen, dann gibt es auf einmal ganz kurz so eine Slow-Motion-Sequenz und dann wird es wieder total schnell und das ist alles, was die Action in diesem Film zu bieten hat, was ich echt ein bisschen schade finde, weil wenn ich schon zwei Vampire bekomme, die gegeneinander kämpfen, dann will ich da wenigstens auch irgendwie ein bisschen was sehen oder auch sehen, wenn jetzt Morbius gegen andere Leute kämpft, aber das ist halt einfach nicht der Fall. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl gehabt, der Film hat einmal zu häufig irgendwie Batman Begins gesehen und sich gedacht, oh Mensch, also wenn Batman da in dieser Wolke von Fledermäusen entkommt, das sieht schon cool aus, lass das
das mal für Morbius auch machen. Und deswegen wird auch viel von der Action einfach hinter so einer Wand von CGI-Fledermäusen versteckt, wo ich mir auch denke, so, dann macht gleich einen Animationsfilm draus, weil ich will auch irgendwas sehen. Hier haben wir halt das Problem, weil die Story ist jetzt schon nicht sonderlich stark ausgebaut und dann ist auch noch die Action beschissen. So, dann denke ich mir so, dann hätte ich das alles nicht gebraucht. Und da kommen wir zum nächsten großen Problem dieses Films. Die Schauspieler sind eigentlich alle unterfordert. Angefangen bei Jared Leto, der in diese Rolle zwar gut reinpasst, aber der halt kaum gefordert wird. Das ist am Anfang des Films, finde ich, noch okay, weil da versucht man ihn wirklich auch so als Mensch so ein bisschen aufzubauen. Wir gehen auch nochmal in der Zeit zurück, als er noch ein kleiner Junge gewesen ist und bauen hier wirklich einen Michael Morbius auf, den man zumindest so ein bisschen nachvollziehen kann. Aber spätestens, wenn er dann The Living Vampire wird, ist das alles irgendwie überflüssig und hinfällig und die Rolle wird nicht weiter ausgebaut. Schlimmer trifft es da aber noch alle anderen, weil die sind so austauschbar wie Glühbirnen. Jared Harris, der irgendwie im Trailer immer groß als der Mentor gezeigt wurde, ist zwar genau das im Film, aber ist so überhaupt nicht in diesem Film vorhanden. So, wo ich mir denke, warum nehmt ihr einen Jared Harris, wo ihr einfach irgendeinen x-beliebigen Schauspieler nehmen könntet, den keiner jetzt kennt, weil Jared Harris wird hier hart unterfordert und das tut mir für ihn ehrlich gesagt echt ein bisschen leid. Das Gleiche für Matt Smith, also ich weiß nicht, was seine Rolle sein sollte, auch sein Wandel hin zu diesem bösen Vampir ist so ein bisschen so, wo ich mir denke so, ach komm, da hätte man wirklich einfach ein bisschen mehr in diese Rolle reinschreiben können, als einfach nur, ja, früher waren wir Freunde, jetzt bin ich böse. So, also auch das wieder. Das Einzige, was Matt Smith in diesem Film hat, er hat eine kurze Tanzsequenz, die wahrscheinlich selbst Bully Maguire in Spider-Man 3 von Night erblassen lassen würde. Aber das ist auch alles. Also ich habe diesen Film gerade erst gesehen und habe ihn gefühlt schon wieder zur Hälfte vergessen, weil die ganzen Figuren mich einen Scheiß interessiert haben. Ich muss es leider so drastisch sagen. Auch Adria Arjona, die hier Martine Bancroft spielt, die Mitforscherin und dann irgendwie auch so ein bisschen der Love Interest von Michael Morbius, geht überhaupt nicht in diesem Film auf. So, sie ist halt da, weil man, oh ja, Martine Bancroft gibt es auch in den Comics, deswegen müssen wir die ja auch im Film haben. Das merkt man zum Beispiel auch bei Tyrese Gibson, der hier Simon Stroud spielt, einen FBI-Agenten, der einen bionischen Arm hat, so ein bisschen wie der Winter Soldier, aber das wird überhaupt nicht thematisiert. Man sieht diesen Arm wirklich einmal kurz im Film, aber selbst da wird damit jetzt irgendwie nichts gemacht. So, dann hätte man sich diese Rolle auch sparen können, weil wenn ich mir denke, okay, wenn ihr schon Comic-Verweise mit reinbringt, dann nutzt sie auch und macht sie nicht einfach nur so, damit ich am Ende da sitzen kann, oh Easter Egg, oh Easter Egg, oh Easter Egg. Und das ist halt leider irgendwie so Morbius der Film. So hat mich wirklich überhaupt nicht mitgerissen, hat mich überhaupt nicht in diese Welt reingezogen. Die Kämpfe waren absolut generisch, sahen ziemlich schlecht aus. Das Schauspiel ist einfach unterirdisch, was aber nicht an den Schauspielern liegt, sondern an diesem schlechten Drehbuch, was einfach auch keine besonderen Twists und Turns in der Story aufbaut. Und dadurch erleben wir hier halt den generischsten Superheldenfilm, den ich seit langem gesehen habe, der sich eigentlich am Ende auch nur dadurch rechtfertigen kann, dass es halt, das kann ich jetzt schon mal sagen, zwei Post-Credit-Scenes gibt, die natürlich, wie bei Post-Credit-Scenes üblich, auf irgendwas Größeres hindeuten. Da werde ich, wie gesagt, diese Woche auch noch ein Video zu machen. Und das ist alles. Das ist so ein bisschen, blach, so. Also auf der einen Seite finde ich es gut, dass Morbius tatsächlich als eigenständiger Film funktioniert. Man muss Venom, Spider-Man und sowas alles nicht gesehen haben, um diesen Film zu verstehen, um in diese Welt eintauchen zu können. Aber für einen neuen Charakter war das wirklich ziemlich lahm. Und da denke ich mir halt auch so ein bisschen, Sony muss jetzt echt aufpassen, weil Kraven the Hunter soll noch kommen und was nicht noch alles geplant ist. Und wenn das hier quasi irgendwie die Blaupause sein soll für das, was da noch kommt, dann sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen schwarz. Zumal das Sony Spider-Verse ja auch immer noch das Problem hat, es gibt immer noch kein Spider-Man. Also auch bei Morbius hätte ich irgendwo schon gerne mal einen Verweis auf Spider-Man sehen wollen oder irgendwie was. Spätestens wenn Kraven the Hunter kommt, zu dem ich ja auch
vor kurzem ein Video gemacht habe, das kann ich euch hier gerne nochmal verlinken. Auch da wird wahrscheinlich ein Spider-Man erstmal keine große Rolle spielen. Nur dann frage ich mich, warum man das Ganze hier überhaupt Sony Spider-Verse nennt, wenn die Spinne nie wirklich aktiv wird. Und hier hoffe ich einfach mal, dass es mit der Zukunft besser wird, weil Morbius ist so als Marvel-Film einer der schwächsten überhaupt. Der hat irgendwo Potenzial, aber ich habe das Gefühl, da wurde einfach zu häufig umgeschrieben, zu häufig wurde irgendwie im Schnitt was verändert und jetzt haben wir hier quasi diesen Salat, der nicht wirklich gut schmeckt. Sorry, das ist einfach so. Stinks, doesn't it? Tja, und mehr kann ich leider zu Morbius jetzt auch nicht sagen. Deswegen frage ich an dieser Stelle wie immer euch, wenn ihr Morbius schon gesehen habt, wie fandet ihr ihn? Was erhofft ihr euch von dieser Figur noch in der Zukunft des Sony Spider-Verse? Und wie fandet ihr bisher so die anderen Filme in diesem Universum, also Venom und Venom 2? Schreibt es mir in die Kommentare. Für mehr zu Kraven the Hunter klickt einfach mal auf dieses Video.